Bum, 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 bum. Damit müsste nur noch X das einzige Ending sein, was mir fehlt. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, mir fehlt nur noch X. Kapitel 11, 6. So viel zu Kapitel 11, 6. Da guckst du einmal auf eine deutsche Seite und denkst dir, cool, Kapitelauswahl, ja. Kapitel 11, 6 übernimmt die Kontrolle über A2. War niemals hier. Wo ist denn das? Boah, jetzt muss ich gerade echt schwer nachdenken. Übernimmt die Kontrolle über Eto anstatt der Jor zu helfen, verlässt er stattdessen das Gebiet. Wann war denn das? Ist echt hier gewesen? Nein. Und hier kommt dann alles hoch, bla bla bla. Erwach, Kampf gegen Hegel, dann kommt das. Dann ist das hier, das ist super weit hinten, oder? Ich glaube, es ist die Quest. Bisschen kryptisch. Bisschen sehr kryptisch. Right. Now I just have to bring this to Pascal. A2, can you hear me? Oh, perfect. Help A2. I have the materials the you asked me village is to... in great trouble. The villagers are... Pascal! Pascal, are you there? What the hell is going on? Oh, Moment, ich bin vollkommen falsch. Ich bin vollkommen falsch. Wie viele Endings fehlen uns noch? Wir machen gerade das letzte Ending. Literally fehlt mir noch dieses eine Ending. Wir brauchen X. When you gain control of A2 for the first time, run away from the fight instead of protecting 2B from the machines. Deshalb macht es Sinn, dass es 11.6 ist. Weil hier kriegst du das erste Mal Control über A2. God fucking damn it, ich will das nicht machen. Warum habe ich das? Warum mache ich das? Ah, das ist so dumm. Weil Zeit für Spaß, Chat. Zeit für Spaß. Also ich mache jetzt noch das X-Ending und dann will ich das Spiel auf typische Nier-Art und Weise beenden. Das sagt so sehr, ja. Das sagt echt. Das ist halt shit happen. Alert. Multiple enemies confirmed. Ich habe das letzte Achievement schon. Das letzte Achievement, was ich noch offen habe, ist alle Endings. Mir hätte nur noch ein Pop-Programm gefehlt und das habe ich direkt am Anfang geholt. Das war super nah. Alert. Virus infection detected. Proposal. Administer vaccine immediately. Nein, habe ich diese Szene vermisst. Die hat so viel Spaß gemacht. Alert.
Virus contamination rate up to 16%. Malfunction detected. Oh, come on. FCS circuit. I have to keep it from spreading to other androids. Pod, give me a location that's low on android signals. Searching. Analysis. The area near the abandoned commercial facility meets the desired parameters. Alert. Yorha Unit 2B will sustain serious damage unless the virus is eliminated. You don't say. Die Stelle ist ein bisschen retardet, definitiv. Also, dass Leute random das P-Ending gekriegt haben für Corruption, wundert mich nicht. Wundert mich definitiv nicht. Virus contamination rate up to 21%. Remove the contamination and reset. Analysis. Virus is transforming and progressing its own algorithm with abnormal speed. Removal will be difficult. P-Ending ist, du kapierst ja, ja. P-Ending war, du kapierst ja. Nein, ich konnte mich 3,5 Sekunden bewegen, Spiel, wirklich? Doch so gnädig heute? Der Pod kann angreifen, ja. Ich kann damit vielleicht schießen. Oh mein Gott, Evoki, du hast mich auf eine Idee gebracht. Was ist, wenn ich dem Pod gerade die Fähigkeit mit dem fucking Seil gebe? Müsste dann noch auf der anderen Seite im Mob stehen, was er nicht tut. We did it. Von jetzt an ist es ein Cakewalk. Da hab ich gar nicht dran gedacht, mit dem Pod anzugreifen. What the fuck? Alert. Virus contamination rate up to 32%. Fuck. Malfunction detected in visual processing system. Ach. Das sind keine Fragmente von zu schlechtem Kram. Council of Humanity kann mir mal den Buckel runterrutschen. Tobi muss nochmal sterben für deinen Perfektionismus. Sag mal, wie oft habe ich 9S getötet? So. Just for science. Ich meine, nicht oft genug, ja, aber... Nein, es ist ein Scheißkerl, der verdient das auch. Das ist true. Das ist true. Good God. No, wait, no, anyway.
Dann gucken wir mal. Obwohl, weißt du was, Evoki, wenn ich so drüber nachdenke, in dem Ending töte ich Tobi gar nicht. Cross, I'm just out of here, tschö! Ey, du, war plötzlich nach einem Spaziergang zumute. Als sie erholt zurückkam, war Tobis Körper von Matt Machine zerfressen worden. Kommt das nicht auch selber raus? Okay. Okay. Time to relax. Ja, echt mal. Schön chillig, alles gut. So. Das müsste 100% gewesen sein. Prozent. Vielen Dank fürs Spielen. Ja, jetzt zeige ich euch noch ein Easter Egg und dann verewigen wir diesen Spielstand. Ja, schließ mal, ist okay. Hey, Sevi. So. Jetzt beenden wir das Spiel so, wie man es beenden sollte. Und nicht anders, meiner Meinung nach. Besonders wenn man quasi ziemlich fertig ist mit dem Spiel. Ich meine, wenn es nach mir geht, hätte ich noch 40 Stunden weitergespielt. Von mir so 50 Stunden. Aber leider habe ich keine Challenge mehr in dem Game. Und Content ist pretty alle. Pretty, pretty alle. Also wir machen jetzt noch Easter Egg. Oh, das kann ich eh in einer Tour machen. Okay, sure. So, dann machen wir mal. Bup. Das richtige A, bitte. Yep. Damit können wir auch einer Frage hinterhergehen, die so oder so mal gestellt wurde. Was passiert, wenn wir hier bleiben und nicht in der Arche? What the fuck? Nein, wir killen nicht 9S, wir holen uns das Easter Egg. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, Evoki. Aber hier gibt's ein Easter Egg. Und dafür muss ich leider Gottes 9S spielen. 9S. Shut up! You killed 2B, that's all. 2B, it caught the 9S, but the model... Time for Minigame City.
Ich glaube, ich kann das Minigame. Ich kann das. Fuck, ich bin zu high level, um euch. Das ist dämlich. Ich kann es euch nicht zeigen, weil ich zu hohes Level habe. Ich mache zu viel Schaden mit Hex. Doch, warte, wenn ich den hacke, fehl, maybe. Ja, shit, ich kann es euch nicht zeigen. Oh, das ist super stupid. Dude, das ist ridiculous stupid. Ich meine, es ist nur ein Easter Egg, ja, aber es ist halt still. Meh. I do not approve. Ich meine, ich kann versuchen. Ich guck einfach mal, was passiert. Also normalerweise willst du A2 viermal hacken. Und es funktioniert nicht, cool. Wir gehen und 9S killen. Macht jetzt eh keinen Unterschied mehr, okay? Das macht keinen Unterschied mehr. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Ist ja blöd, dass ich das nicht machen kann, dass die da nicht dran gedacht haben, dass wenn irgendwer überlevelt, dass du das schlichtweg nicht mehr machen kannst. Das ist... ein bisschen stupid. Ich bleib hier. Hatten wir noch nicht. Wir Jua haben es nicht verdient, von dieser Welt geliebt zu werden. Es ändert gar nichts. What the fuck? Es ist original genau dasselbe. Holy shit. Es heißt nicht Kalibrations-Easter Egg. Es ist, wenn du viermal A2 hacks während des Endfights. Der vierte Hack. Die Umgebung, in der du hackst, ist quasi dein Menü. Also dein Menü, wenn du das Pause-Menü. Fuck, ich hab nicht aufgepasst. Achso, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, was das Calibration Easter Egg ist. I want to save them. Ich
Ich weiß gar nicht, was das Calibration Easter Egg ist. Absolut nicht. The defense program has initiated a purge. If this continues, our consciousness data will likely be deleted. Pod 042 to Pod 153. Okay. We were created to execute the androids' Project Yorha plan. We had no capacity for emotion. But when we six were connected and exchanged information, something happened. I cannot deny the feeling of something resembling consciousness and emotion being born. Unable to reply. Perhaps we now understand that not everything has to have an answer. Das Problem ist, ich werde das Easter Egg auch nicht mehr nachgucken können. Zumindest nicht in meinem Spiel. Das ist die eigentliche Strat hier. Gar nicht bewegen. Nur aim. Ich guck gleich mal. Lass mich gerade mein emotionales Ende hier genießen. Gott, der bin ich mir so schlecht. Die Credits so lang, Mann. Was ridiculous, wie ewig lang die sind. Oh. Mein Gott, mein Finger. Selbst die Lokalisierung getötet. Dabei war die gar nicht so schlecht. Die Lokalisierung war eigentlich sogar ziemlich gut, bis auf eine Stelle. Aber gut, das ist... Ja, obwohl, nee, selbst das ist schwer zu lokalisieren. Wenn du das Tool-Style spielst, ist das wesentlich angenehmer als Twin-Stick-Shooter. Ein bisschen annoying, weil die ganze Zeit einen rechten Stick hochhalten muss, aber... Könnte Schlimmeres geben. Viel Shit auf meinem Screen. Ne, geh weg, Bukoro. Ne, 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 ne. Die spiele ich nicht. Die auch nicht, Halster. Krümelig. Ah, mein Finger fängt an einzuschlafen. So. Diese Credits dauern ewig. Ah.
Du. Mein Gott, wo ist Square Enix? Ich weiß, Square Enix fängt an, die Netzwerkfunktion zu triggern, wenn ich mich richtig erinnere. God damn it. This takes forever. Wäre schon ein bisschen abspeeden können, ne? So dezent. Ja, du musst ein paar Mal krepieren, um die Unterstützung zu kriegen. Aber das Ding ist, du hast dieses Square Enix-Ding, das gleich runterkommt irgendwann, also das Zoom TM. Und das triggert das erst. Nein, nicht das. Ich hätte die am Checkpoint davor gestorben. Verdammte Kacke. Soon TM, ja, Soon TM. Ja, beim ersten Mal ist das so total Bockchamp, aber es zieht sich halt unfassbar ewig. Also ich bin auch der Meinung, ne, die anderen Endings waren nicht so lang. Und ist ja nicht so, als ob wir die hier langsam killen, ne? Wir gehen ja schon gut durch. Zumindest meiner Meinung nach. Vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Du wirst mit nicht sterben, Neo. Fuck! Okay, es war direkt ein Checkpoint, okay. Da bin ich wahrscheinlich ausgerastet. Ich meine, ich müsste echt mal die Original-Credits mit den Credits hier vergleichen, weil ich schwöre, Cup of Tea klingt super erfunden. Und ich gehe definitiv davon aus, dass alles, was du hier siehst, nicht zwingend in den Original-Endings ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Ding habe ich nie berührt, Game, nie im Leben. Ich meine, Pole to Win, what the fuck? Wer nennt seine Firma Pole to Win? Niemand mit dem richtigen Mindset. Ich vollkommen stupid ist. Na, da kommt halt der Endboss Square Enix. Cup of Tea gibt's tatsächlich extra nachgeguckt. What the fuck? That's crazy. Das Ding ist, hör mal, wenn ich drauf gehe, mache ich hier so eine Explosion um mich rum und du hörst, dass Square Enix teilweise einfach kein Damage davon kriegt. Dass man darauf achtet, das ist ziemlich lustig. Ja. Ja,
Bin so schlecht. Bin so schlecht. I'm sorry. What the fuck? Ich sehe halt manchmal die roten Kugeln nicht, weil einfach zu viel Shit auf dem Screen ist. Vielleicht bin ich einfach blind. Nehmen wir mal mit euch reden. Maybe ist der Two-Approach, den ich habe, quasi auch immer unten zu sitzen, nicht so das Klügste. Vielleicht liegt es einfach daran. Man weiß. Dude, das Ding habe ich auch nicht berührt, ich schwöre. Nie im Leben. Genauso wenig wie das da. Okay, das vielleicht. Aber das andere definitiv nicht. God damn. Das ist das dritte Mal, dass ohne Square Enix auftaucht. Just saying. Wollt's mal anmerken. Wirklich noch mehr? Dude, dieser Chor killt mich. Geht gar nicht. Dieser fucking Chorus in dem Ding. Fucking killing me. Der Song ist im Grunde genommen unendlich, weil der Refrain sich loopt in drei Sprachen. Im Grunde genommen kannst du unendlich sitzen und der Song hört nie im Leben auf. Everything that lives is designed to end. They are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. However, life is all about the struggle within this cycle. That is what we believe. Pod 153 to Pod 042. Ach so, how is das it going? I am embarrassed. Why is that? I launched a suicide attack, and yet, here I am, still alive. I must look very silly. Do not feel bad about it. We are alive, after all. And being alive is pretty much a constant stream of embarrassment. Dieser Satz ist so gut. That concept is a bit too abstract for me to understand at this time. I will save it in my list of things to analyze later. Question, Pod 042. Did the data salvage restore all of their past memories? Yes. And are those recovered parts of the same design as previous ones? Yes. Then, won't that simply lead us to the same conclusion as before? I cannot deny the possibility. However, the possibility of a different future also exists. A future is not given to you. It is something you must take for yourself. Okay. Es ist schon ein bisschen Happy End, ja. Definitiv.
Time to break some walls. To player. Please respond to this query. Do you, faithful player, have anything you would like to say to other players who are suffering because they cannot finish Nier Automata? So cool, Alter. Pod 042 to player. Please respond to this query. You, faithful player of this title, have lost your life multiple times to make it this far. You have faced crushing hardship and suffered greatly for it. Do you have any interest in helping the weak? Selecting this option enables you to save someone somewhere in the world. However, in exchange, you will lose all of your save data. Do you still wish to rescue someone, a total stranger, in spite of this? The person you save will be selected at random. As a result, this person, who cries out for help even as we speak, may be someone you intensely dislike. Do you still wish to help? You worked so hard to unlock debug mode and chapter select, but they will no longer be available to you. Do you still wish to help? You may not receive thanks for your efforts. Some may say that your efforts are purely for show. Do you still wish to help? And you are truly, truly sure about this? Very well. In exchange for all of your data, I will convey your will to this world. All of your data has been deleted. And so, we must say goodbye. I feel a slight amount of sadness. It is time for the final words. Affirmative. To all of you who spent time with this game, thank you. Thank you for playing. This game, dude, this game. Ich werde das gleich wahrscheinlich zu 100 Seiten wechseln, aber ich glaube, ich brauche gerade mal ein paar Minuten. Das Game ist so great, dude. Es ist unfassbar. Es ist fucking unfassbar.
10 out of 10? Fucking 10 out of 10, dude. Einfach nur 10 out of fucking 10. Das Spiel rangegangen mit so einer Mentalität, so hey, das braucht bestimmt so Metal Gear Rising oder so, also so Rising Revenge und so von wegen, ja. Solid Game, 8, 9, 10 Stunden. Nixes, dude, nixes. Du entscheidest dich dafür, die Daten quasi zu opfern, um anderen zu helfen. Because, you know, Pots have to komprimieren und shit und überhaupt. Und alles, was quasi von deinen Daten über ist, ist quasi nur für dich da, wenn es so blöd klingt, weil wir kriegen ja jetzt quasi das Einzige, was sich ja verändert, das ist im Grunde genommen der Startscreen. Und so wie ich darüber denke, ist es einfach, als Tobi stirbt, hinterlässt sie ihre Memories quasi in dem Schwert. Und das Schwert symbolisiert quasi unsere Erinnerung an den Playthrough. It's fucking great. Fucking 10 out of fucking 10. Keine Worte, dude. Absolut. Dieses Spiel ist einfach.